Wirtschaftsminister Schmid im Tuk-Tuk. Eine Pose für die Fotografen. Technologisch hat sich ein Teil Indiens längst weiterentwickelt. Darauf setzen jedenfalls die mitgereisten Unternehmer in der baden-württembergischen Delegation. Das Interesse? Ich möchte einen Eindruck über die Situation in Indien bekommen. Vor allen Dingen, wie die Automobilindustrie jetzt hier aufgestellt ist und wie das Interesse ist, neue Schritte zu unternehmen, um auch modernere Technik in den Betrieben einzusetzen. Die ersten Informationen für die Delegation sind eingeschränkt positiv. Das Wirtschaftswachstum ist eingebrochen, liegt aber immer noch bei 5%. Korruption und Bürokratie machen den Betrieben Probleme, doch die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Vor-Ort-Termin in Bangalore. Der schwäbische Kabeltechnologiehersteller Lapp produziert hier bereits seit 20 Jahren. Er profitiert von englischsprachigen Mitarbeitern und inzwischen 3000 Kunden, die für technisch anspruchsvolle Produkte auch höhere Preise zahlen. Ein Tempel für den Hindu-Gott Ganesh auf dem Firmengelände. Das ist eines der Zugeständnisse bei Lapp an die kulturellen Unterschiede. Natürlich ist die Kluft weit größer. Nach wie vor leben viele Inder unter der Armutsgrenze. Aber der Bildungsgrad steigt und langfristig sind die Entwicklungschancen gut. Diese Überzeugung hat jedenfalls Nils Schmid gewonnen. Unbedingt dranbleiben, am Ball bleiben in Indien. Indien ist einer der größten Märkte der Zukunft und deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass wir aus Baden-Württemberg regelmäßig hier Flagge zeigen. Auch für den badischen Unternehmer Ritter erweist sich die Reise als lohnend. Seine Kontakte mit potenziellen Geschäftspartnern erscheinen ihm erfolgversprechend. Von den Gesprächspartnern, die wir hatten, habe ich doch ein sehr positives Feedback bekommen, sodass es auch ein Follow-up geben wird, dass wir in 2014 vielleicht schon mit ernsthaften Kontakten Richtung Auftragsvergabe rechnen können. Wirtschaftsminister Schmid lernt inzwischen beim Autohersteller Force Motors noch mehr über den speziell indischen Weg. Der Geländewagen, den die Inder für umgerechnet 12.000 Euro anbieten, kommt auch bei hiesigen Verhältnissen gut durch. Denn trotz allem ist der indische Subkontinent eine besondere Herausforderung.